Hallo Leute, es geht weiter mit Silent Hill 3. Ja, wir sind hier in diesem Galerieraum immer noch, der jetzt total verkommen aussieht. Und vorher war das ja nicht so. Und da hing auch gar kein Bild vor. Jetzt schon. Ich kam hier nicht weiter, aber ich habe jetzt mal in einem anderen Let's Play gesehen gehabt, weil ich mich fragte, was soll ich denn jetzt eigentlich machen? Ich hatte eigentlich schon alles erledigt. Jetzt so brauche ich die Schlüssel und so. Und ich glaube, es liegt daran, dass ich mich nicht ganz vor diesen Eimer gestellt habe. Und das versuche ich jetzt einfach nochmal mit diesem ganzen Oxid-Dingsbums, Krimskrams und mal gucken, ob das diesmal was wird. So, Gegenstände kombinieren. 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 Und das klappt sogar. Warum klappt es? Ja, ich stand anscheinend nicht direkt am Eimer. Das, Und vor allem, dass alle drei gehen, hätte ich jetzt auch nicht gedacht. Fleisch, Streichhölzer und das Zeug. Warum brauchte sie jetzt das Fleisch? Hätte man das nicht auch so anzünden können? Wo komme ich denn jetzt hin? Hallo? Hallo? Was ist das hier? Einfach nur Ekelkram. Da ist jemand aufgehängt worden. Sehen alle ziemlich tot aus. Ja? Mann, sie hat da noch was gesagt. Ach, hier kann man jetzt runtergehen. Okay. Gut, dann geh mal runter. Tülü, was liegt hier? Was ist denn das? Der Rest des Märchens, das ich vorhin gelesen habe? Ach, der Rest des Märchens. Für das Ungeheuer, damit wir mal wissen, wie wir das töten können. Die Priesterin kam der Bitte des Königs nach und ging zu den Toren des Dorfs. Aber als sie das Ungeheuer sah, versuchte sie es mit Worten zu überzeugen, statt es zu töten. Schweig still, du. Ich werde dich auffressen. Das Ungeheuer, ach so, sagt, was, ja. Das Ungeheuer schenkte den Worten der Priesterin keine Beachtung. Doch sie versuchte ohne Unterlass, das Ungeheuer zum Aufgeben zu bewegen. Es ist falsch, Menschen zu fressen, weißt du? Dies erzürnte das Ungeheuer dermaßen, dass es die Priesterin mit einem einzigen mächtigen Schlag tötete. Die arme Priesterin. Wie, das war's jetzt mit der? Jetzt ist sie tot, tot? Wie? Jetzt ist die tot. Aber das Ungeheuer muss bestimmt noch trotzdem irgendwie getötet werden. Irgendwas muss da noch passieren. So, wir schlagen uns weiter durch. Wer kommt? Wer will? Hallo? Ah, ich wusste es. Dafür brauchen wir die Pistole. Steh doch mal auf, Heather, ey. Mann, 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 Mann. So. Das sind ganz schön viele. Macht sie alle platt. Wow, wie viel denn noch? Wie viele denn noch, Leute? Du Arschlochvieh, ey. Steh auf, Heather. Voll übertrieben. Boah. Voll viele. Die spinnen doch. Ganz ehrlich, wie geht's ihr überhaupt? Oh, sie hat das aber ganz gut eigentlich gemacht, nur ich hatte ein bisschen Sorge, dass mir die Muni langsam mal ausgeht. Kaputt. Da hinten geht's auch noch weiter. Offen. Wo sind wir jetzt, dass das hier offen ist? Ach so, wir sind jetzt auf der Seite, okay. Gut.
kaputt? Was haben wir hier rechts? Keine Ahnung. Oh, offen. Was ist das für ein Raum? Unheimlich irgendwie. Oh! Arschloch! Immer diese Viecher! Steh auf! Oh Mann, oh Heather! Das nervt mich! Das ist auch nicht lustig. Und Manno, ist einfach nur blöd. Aber danke für die Pistolenpatronen, ey. Das Magazin habe ich jetzt auch leer gemacht. Ja, ist schön, dass ich hier was kriege. Ekliger Scheißraum. Okay. Also sonst ist hier nichts, oder? Nee? Sieht wohl nur so aus. Voll gemein mit diesen ekligen Bodenmonstern, ey. Ich weiß gar nicht, was das soll. So, geradeaus und rechts gehen wir weiter. Kaputt. Offen. Oh nee, nicht schon wieder. Ich lade mal direkt neu. Wenn ich die doch nur mit dem Katana erlösen könnte, ey. Ich will nicht. Sind die hier links? Vielleicht sind die ja gar nicht da. Ich muss immer die Kamera drehen. Ich gehe hier schnell durch. Es ist so laut. So übertrieben laut. Nochmal, dann kann ich besser gucken. Da kommen sie. Das war so klar. Hör auf damit. Steh auf. Bist du endlich mal tot? So, was haben wir denn hier? Aha, da hinten steht auch noch eine ganze Menge, aber hier ist auch was. Was ist das? Was war das? Die Lampe beleuchtet einige alte Silbermünzen, die ich schon mal gesehen habe. Ich habe vorher eine genommen, also sollte ich hier eigentlich nicht noch mehr nehmen. Ich bin schließlich keine Diebin, obwohl ich mich manchmal wie eine benehme. Hä, hier ist doch keine Sau. Überall Monster. Mit ist doch keiner scheißegal sein. Ich brauche keine weiteren Münzen. Da drüben sind ganz normale Münzen und Scheine. Nein, vergiss es. Und was weiß ich, sie wollte das halt nicht nehmen. Was ist das da hinter den Gittern? Was ist da so hinter diesem Stacheldraht? Ja, wollen wir mal schauen, was hier so steht. Da steht was an der Wand. So erntet man Reichtümer. Was einst ein Beutel mit Silbermünzen war, ist jetzt die Zahl in einem Buch. Das Schicksal jedoch hat keinen Preis. Ah, aber wissen die Menschen das? Hä? Nur ein alter Automat, der hier spuckt Getränkedosen aus. Wenn ich es mir recht überlege, ich hab Durst. Aber es wäre unheimlich, hier etwas zu trinken zu kaufen. Warum wirf die Münze, die du hast, doch einfach da rein? Mhm. Schlüssel. Habe ich mir fast gedacht, dass wir irgendwann mal auf einen stoßen müssen. Ich habe einen Lebensversicherungsschlüssel. Na. Die Lebensversicherung, das sich dann erledigt. Aber das mit diesem Stacheldraht, was da so hinter ist, das ist echt unheimlich hier. Komisch.
Aber toll, dass wir jetzt diesen Schlüssel haben. Würde mich nicht wundern, wenn hier überall. Schicksal hat jedoch keinen Preis. Bla bla blups. Keine Ahnung, ob das uns irgendwas sagen soll. Und sonst war hier nichts, keine Muni mehr, nix. Das ist ja doof. Das ist ja echt doof. War klar, war klar, war klar. Das habe ich mir fast gedacht, dass hier jetzt wieder welche kommen. Das wäre ja zu einfach. Dann gehen wir mal hier durch, damit wir zum Fahrstuhl können. Aber Moment mal. Erstmal muss ich wissen, wo ich überhaupt hin will. Ich habe ihn an einem Automaten gekauft. Sieht ziemlich echt aus. Ich weiß nicht, wo der hinpasst, aber naja, ich glaube einfach mal. Die geradeaus, okay. Weg von den Monstern. Hier müssten irgendwie die Fahrstühle sein. Oh, das klingt auch einladend. Klingt super. Ich weiß nicht, wo wir jetzt hin sollen. Ich meine, ganz oben ging gar nicht. Und 5? Oder war das? Nee, ich glaube, das war Stockwerk 4 sogar. Das geht auch nicht, aber 5, okay. Dann war das 5 mit den Türen, die verschlossen waren. Ich weiß es nämlich nicht mehr genau. Ich will nur mal ausprobieren, ob irgendeiner dieser Türen jetzt sich damit öffnen lässt. Nee, aber hier bin ich gar nicht richtig. Das ist ja doof. Obwohl ich das speichern könnte. Und da auch das Picture ist, aber. Ach so, das ist die Tür, wo ich auch zurückgekommen bin. Ja, natürlich. Ich hätte dann natürlich. Könnte jetzt eine große Runde laufen, aber es ist ja auch Quatsch. Naja, was ich eigentlich will, ist. Ja, sechster Stock geht ja nicht. Vierter Stock. Da ist jetzt irgendwie offen und so. Aber da war doch. Wo war denn das? Ach, hier ist bestimmt erster Stock, wo ich durch kann, ne? Da ist nämlich auch abgeschlossen. Da, wo das Monster ist. Ja, dann gehen wir mal. Machen wir nach unten. Aber vorher will ich gerne nochmal speichern, wenn das geht. Ich muss nur mal wissen, konnte ich im ersten Stock auch speichern? Das weiß ich, habe ich gerade nicht geguckt. Nee, da ist nur das Monster. Und im zweiten Stock würde das aber gehen. Ja, dann gehe ich jetzt nochmal in den zweiten Stock und dann speichere ich da nochmal. Machen wir es so. Weil ich habe jetzt doch echt viele Monster getötet und ja, weiß ja immer nicht, was mich da so erwartet. Dann muss ich nochmal eben für eine Runde laufen. Das müsst ihr mir verzeihen, dass ich das jetzt mal eben mache. Ist nur nicht so einfach. Ich mal den Weg erstmal wieder finden. So. Da lang. Da lang. Da lang. Nee. Da lang. Da lang. Genau. Nee, jetzt bin ich falsch gelaufen. Ich muss hinter mich und dann. Das war dieser Flur, wo Vincent ist. Ja, hier, Vincent. Vincents Raum. Da können wir speichern. Genau, hier war das. Geht sie da eigentlich mittlerweile rein? In den Raum gehe ich lieber nicht. Da ist der irre Typ. Okay, gut. Speichern. Das muss einfach immer mal sein. Nach den ganzen Fluren, Monstern. Das waren wirklich viele. Das war schon echt ein bisschen hart. So viele davon. So, wieder zurück. Jetzt verliere ich natürlich die Orientierung. Fahrstuhl. Sehr gut. So, und was habe ich dann gesagt? Erster Stock. Also da, wo das Monster. Wir wissen ja immer noch nicht, wie wir das Monster töten können, aber vielleicht erfahren wir es ja, wenn wir die Tür aufmachen können. Ja, das könnte klappen. Ach, hier sind wieder. Nee. Hier müsste irgendwo die Tür sein.
Ich habe den Lebensversicherungsschlüssel benutzt. Jawohl. Dann bin ich genau richtig gewesen. Hier kann ich ihn einsetzen. Ich gehe mal nach rechts. Kaputt. Kaputt. Gruselig. Gruselig. Okay. Kaputt. Was ist da? Was ist da? Oh. Okay. Was mache ich jetzt? Schnell vorbei. Schnell vorbei. Okay. Oh, alles blutig hier. Ist ja eklig. Würde mich nicht wundern, wenn hier ein Monster rauskommt gleich. Das ist echt eklig. Was ist hier? Hier. Das Ende dieses Märchens. Ah. Der König und sein Volk weinten bittere Tränen über den Tod der gütigen Priesterin. Gott erbarmte sich ihrer. Er erfüllte ihren Wunsch und heilte die Priesterin. Die Priesterin öffnete ihre Augen genauso, wie sie es an jedem Morgen in ihrem Leben getan hatte. Dann ging sie noch einmal zur Höhle des Ungeheuers. Närrin, willst du noch einmal sterben? Nein, dieses Mal bist du dran. Die Priesterin war gekommen, um das Ungeheuer ein für allemal zu besiegen. Irgendwas stand da gerade und ich habe gar nicht weitergedrückt. Tu, fui, ego, eres, wisst ihr, was dann geschah? Das Ungeheuer brüllte laut, dann starb es und verschwand. Da konnten die Dorfbewohner wieder ihre Tore öffnen. Alle überschütteten die Priesterin mit Dank und wenn sie nicht gestorben sind, dann leben sie noch heute. Ich will das nochmal lesen, wegen diesem... Tu, fui, ego, eres? Weird writing. What was that? Oh oh. Was war das Monster da draußen? Was denn noch? Ich will es nochmal lesen. Wir wissen, was ich da übersehen habe. Da die Priesterin sehr, sehr gütig war, machte sie ihre Aufgabe traurig, aber es musste getan werden. Mit Schwertern und Speeren kommst du mir nicht bei. Pfeile und Kugeln prallen ab. Du kannst mich nicht töten, lachte das Ungeheuer. Aber die Priesterin nahm weder Schwert noch Speer. Sie sang nur einen Zauberspruch. Ah, und dann macht sie das Tufui Ego Eris. Okay, müssen wir das dann jetzt einfach nur sagen? Reicht das? Hm. Liegt hier noch was? Oder sieht sie die ganze Zeit diese Schrift noch? Das ist irritierend, wo sie die ganze Zeit hinguckt. Ob sie damit halt die Schrift meint, wo sie hinguckt. Tja, kapiere ich nicht. Aber ich gehe mal raus jetzt, weil wir wissen, was wir zu tun haben. Die Monster sind weg. Hä? Huch, ein Haufen Ramsch versperrt mir den Weg. Die Monster sind weg. Oh, oh, das ist kein gutes Zeichen, ganz ehrlich, weil... Ich meine, ne? Das war vorher nicht so. Hallo? Ich weiß gar nicht, wo wir hin müssen. Ich guck mal, wo wir noch nicht waren. Weil wir waren überall. Hm. Oder sind da vorne auch noch Türen? Ich laufe mal nochmal bis zum Ende hier. Das irritiert mich hier. Nö. Habe ich alles ausprobiert, ne? Sieht nur, manchmal sieht das so aus. Wisst ihr, was ich meine? Da beim grünen Dreieck sieht das so aus, als ob da auch noch Türen wären. Manchmal sind das immer so freie Lückenstellen einfach nur. Bei der Fußmatte bin ich richtig? Ja, links. Und dann kann ich raus. So, wo ist jetzt das eklige Monster? Warum ist das Monster denn jetzt weg? Das war doch hier. Hä? Monster? Fragezeichen. Ja, und hier liegen auch die Sachen auf dem Boden. Aber sie liest es gar nicht mehr. Doch. Steht da jetzt noch was oder nur der Anfang? Ja, es war einmal und so weiter. Ja, okay. Huch, jetzt ist das Monster weg. Das ist ja komisch. Hä? Sind wir wieder zurück? Mit Tui, Fui, Tui, schöne Ferien, hat's geklappt? Mein Apartment ist dort.
Hä, jetzt kommen wir einfach wieder zurück. Das ist ja strange. Da ist ein Schild für ein Café. Oh, es ist das, in dem ich gerade war. Ach ja? Warum sind wir auf einmal wieder zurück? Das ist total merkwürdig. Und da können wir jetzt wieder rein? Ich habe genug von diesem ekligen Gebäude. Ich gehe nach Hause. Mein Haus ist ganz in der Nähe. Ach echt? Ja, dann müssen wir mal langsam auf den Schlüssel gucken, damit wir wissen, wo wir hin sollen. Hey, wir sind draußen auf einmal auf einer Straße und alles ist so normal, ganz komisch irgendwie. Als wäre nichts passiert, aber in Wirklichkeit ist eine ganze Menge passiert. Komisch. Ich habe hier nichts anderes zu tun, ich muss nach Hause. Okay. Dann laufe ich mal, ne? Aber hier ist es zu. Der Weg ist blockiert. Was hat das zu bedeuten? Kann ich hier irgendwie an der Mauer hoch, lang? Müssen wir irgendwo rein? Ah, hier geht's bestimmt rein. Ja. Okay. Hier ist eine Tür oder so? Nee. Also es war alles sehr verzerrt. Das war, als ob das Museum, Galerie und alles Mögliche miteinander vermischt war. Dann diese komische Kanalisation und da ist das Apartment. Da geht's auch rein. Okay. Ja, ich müsste mal echt gucken. Prüfen. Daisy Villa Apartment 102. 102. Dann müssen wir ja langsam mal gucken, wo wir hier überhaupt sind. Na, und das alles so verwinkelt hier und ganz komisch. Ich wohne hier nicht. Wo sind die Monster? Würde mich nicht wundern, wenn sie bald kommen. 103? War das nicht 102? 102. Müsste das dann nicht hier irgendwo? Bin ich dann schon vorbei? Ist das hier 102? Nee, das ist 104. 100 kann ich nicht erkennen. Kannst du nicht die Schilder lesen? Die Schilder? Die Schilder? 102. Okay, Leute, ich würde sagen, ich mache hier einen Cut. Und was in unserer Apartment-Tür drin ist, das erfahren wir im nächsten Part von Silent Hill 3. Bis dann.